Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Biomutant. In der letzten Folge sind wir ja hier stehen geblieben, hier bei diesem Schlammmorastgebiet und haben hier sogar noch einen Wegpunkt freigeschaltet, was ich echt cool finde. So, und hier rechts, seht ihr das? Da ist irgendein Durchgang, um hier durchzukommen. Ist ja klar, gut. Hier kann ich auch irgendwie hin. Ach, das ist das Netra. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen zu diesem Spiraldudler hier. Das zuckt. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Um dann zum Außenposten langsam vorzudringen, der sich ja hier befindet, irgendwo bestimmt. Ah. Oh. Wie komme ich da hoch? Hier lang? Es ist so ein schönes Spiel. Also auch sehr atmosphärisch, das muss man halt auch noch sagen. Ich weiß, dass die einiges halt falsch gemacht haben und das ist. Aber, weiß nicht, bei mir funktioniert das Spiel. Es Das triggert hier war ein gen. Durchgang. Sieh dir all die alten Häuser an. Scheiße, ey. Ja, also ich finde, dieses Open-World-Prinzip funktioniert bei dem Spiel sehr gut, finde ich. Aber ich glaube, die Entwickler haben sich ein bisschen übernommen. Ich glaube, wenn sie ein bisschen kleiner das Spiel gemacht hätten, Gibt es kratzigen Metallschrott für dich? wäre es für sie, glaube ich, angenehmer gewesen. Oh, fünf. Solange das Karma existiert, wird sich die Welt verändern und alle ändern sich mit ihr. Fünf überragende Beute-Dinger. Dock. Yeah, etwas zum Verkaufen. Hier ist nichts. Du musst die Rohre des Spülhockers entdrehen, um ihn leeren zu können. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts Das falsch. finde ich cool. Ich finde, weiß nicht. Das ist genau die Art von Ärger, die du hinwegwaschen möchtest. Das finde ich irgendwie cool. So, das heißt aber, dass hier auch noch irgendwas ist. Hier ist ja gleich noch ein Spiraldudler. Okay. So, hier kann ich auch rein. Ist hier was? Ja, hier ist was Überragendes. Seht ihr? Wir werden reich belohnt. Das ist interessant. Ja, du mich auch mal interessant. Ich weiß, was das bedeutet. So. Das sah ja cool aus. Was ich richtig feiern würde, wäre, wenn man diese Transmogrifizierung aus Diablo hätte. Dass ich zwar Ausrüstung die und die benutzen kann, aber den Skin so verändere, wie ich ihn haben möchte. Das hätte ich cool gefunden. Weil ich würde gern schon so eine Maske anziehen wollen, weil die sehen schon irgendwie witzig aus. Besser wie dieser Helm, den wir jetzt aufhaben. Also, ich persönlich empfinde das so. Das Schicksal ist schon komisch, Oh, doch hier. nicht immer bringt es einen zum Lachen. Sonst ist hier nichts. So, dann noch hier. Alter Fernseher. Zack. Ach, da ist der Spiraldudler.
Vinylplatte ist dort hinten. Okay. Die ist ja nicht sehr weit. Für diese Spiraldudler müssen wir immer die Vinylplatten suchen. Und die sind halt überall verstreut. Manchmal näher, manchmal weiter weg. So, ich wollte mal hier oben hoch und dann von hier oben mal gucken, ob hier noch... Weil hier sehe ich auch was Überragendes da rechts. Oh, sogar auf beiden Seiten sehe ich gerade. So. So, da fing es an. Da oben ist nichts. Da oben ist was. So, ich würde gerne eigentlich darüber gleiten wollen, aber... Wo ist das Vieh? Da. Hm. So, ist hier was? Wenn du müde bist, oh, hier ist ja gar nichts. Vielleicht einen Ruheplatz suchen. Und hier kann ich da runter? Nein. Wo ist denn der? Hm. Das war kritisch. Ich sehe gar nichts. So. War ich hier schon? Nein. Hier war ich auch noch nicht drin. Was ist da? Oh, da ist eine Kiste. Die ist aber echt gut versteckt. Und ein Tennisball. Die ist aber echt gut versteckt gewesen, die Kiste. Hier war ich schon. Okay. So, und hier. Beweg den Arm, damit die Nadel passend zur Musik positioniert ist. Probier es nochmal. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das passt doch jetzt. Oh nein, das passt nicht. Das war jetzt ein Melodesaster. Beweg den Arm, damit die Nadel passend zur Musik positioniert ist. Ich hab nicht gesehen. Probier es nochmal. Hm, das ist ein Chi-Chi, ein Bebop-Code. Zum Glück bin ich alt genug, um ihn zu dechiffrieren. Es singt von einem geheimen Untergrundbereich, nicht weit von hier. Aha, aha, aha. Ein überragendes Etwas habe ich nicht gefunden. Wie man es auch angeht, das Leben ist ein kompliziertes Spiel. Ist hier noch was Überragendes? Nee. Schade. Eine Sache habe ich nicht gefunden. Eine Sache fehlt. War ich hier schon? In der Bibliothek? Weil bekannt kommt es mir hier nicht, ehrlich gesagt. Aber auch nichts Überragendes. Also die Bibliothek kam jetzt nicht bekannt vor. Hier hätte ich ja angefangen gehabt.
Hier hätte ich hochlaufen können. Weil hier hatte ich das mit den zwei überragenden Dingern, aber. Oder wenn es wenigstens zwei wären, die ich nicht finden würde. Aber immer eins ist so. Bäh. Ich hatte das einmal in einer Klausur. Mir hat ein halber Punkt für eine Note besser gefehlt. Das hat mich geärgert. Hier. Ach, das ist auch nicht überragend. Okay. Schade. So. Also ich finde es, glaube ich, nicht. Ah, gefunden. Oder? Nee. Es ist nur, dass wir uns hier in dem Ort befinden. Pass auf, dass sich nichts anschleicht. Ja, was ist, wenn ich mich anschleiche? Hier ist nichts. Ich gehe mal oben kurz gucken. Und dann geht's weiter, wenn da nichts ist. Das hatte ich hier schon, das da auch. Da war ich auch schon. Hier war ich nicht. Doch, da war ich auch schon dran. Okay. Schade. Da oben war ich schon. Da oben auch. Was ist denn hier oben drin? Nichts, ne? Oder? Da oben ist zwar etwas drin, aber nichts zum Looten. Hier unten auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Gut, dann haben wir nichts zum Looten mehr. Würde ich sagen, Pech gehabt, gehen wir weiter. Egal. So, dann geht's weiter. Karte auf. Wo sind wir? Hier. Dann die letzte Nebenquest bis zum nächsten Außenposten. Und zwar den Terra. Ist ein Strahl der Hoffnung? Immer. Oh, ey, die haben mich. So, jetzt. Badum. Boah, das ist ganz schön laut eigentlich, ja. Viel EP gab es eh nicht dafür. Aber nicht so schlimm. Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh. Oh. Das da ist eine waschechte Bruchbude. Aber noch kein hoffnungsloser Fall. Also das macht richtig Spaß. Du musst den Globus drehen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das war knapp. So, hier gibt es nur noch ein Ressourcentotem und ein Bio-Blob-Behälter.
Und da unten ist irgendwas. Aber ich glaube, das ist der Bioblob-Behälter. Da hinten ist noch was. Gucken wir mal hier erstmal. Ja. So, zack und zack und zack und zack. Zack. Perfekt. Sonst ist hier nichts mehr. Perfekt. Doch, da ist noch was. So, und jetzt nehmen wir den Außenposten hier ein und dann den hier. Die Netra-Festung. Und hier ist auch so ein radioaktiv Kraftwerk-Dingens. Bevor es da jetzt hingeht. Genau danach hast du gesucht. Netzler. Ich habe Netzler schon mal hier. Ich muss mal gucken, was ich alles doppelt habe. Ich habe es ja jetzt so gemacht, dass ich immer... geguckt habe, was davon ist legendär und was nicht. Ich stehe auf diese legendären Sachen. Alles andere habe ich irgendwie verschrottet. Bis auf diese Spezialausrüstungen. Wie jetzt vom Yagni... Stamm, hier die Hose und so. Naja, weiter geht's. Nehmen wir schnell die Festung ein. Also besser gesagt den Außenposten und dann die Festung. Ja. Dann geht's voran. Der hat doch bestimmt was, oder? Nein? Hoch im Gebirge ist die Luft dünner. Oh ja. Das merkt man. Hier ist nichts. Was wohl da oben ist? Gute Frage. Nächste Frage. So. Da ist ein Totem. So, erobere die gegnerischen Außenposten. Das ist der letzte. Und da unten ist so eine, glaube ich, so ein Atommüll-Dingens. Oder? Ja, hier ist radioaktiv verseucht, da gehen wir später runter. Das wird cool. Das wird richtig cool. Weil die machen richtig Spaß, diese radioaktiv verseuchten Gegenden. Was man da alles findet, Wahnsinn. Leider haben sie das ein bisschen verpasst. Sie haben zu viel gewollt mit diesen Fertigkeitspunkten, mit den... Bio-Dinger mit dem Psy-Kraft. Also es ist schon ein bisschen, ja, man findet sehr viel von diesen Bio-Punkten, aber hat sehr wenig Fertigkeitspunkte. Manche Sachen sind automatisch schon freigeschaltet, also vieles, um genau zu sein. Also das heißt,
Da muss man gar nichts machen, groß. Dann manche Fähigkeiten ergeben keinen Sinn, warum die gut sein sollten. Warum ist Strom gut oder Eis gut und diese Himmelsding ist böse. Genauso wie die Steinfaust, die ist irgendwie auch auf böse ausgerichtet. Warum, weiß auch keiner. So. Lieber an, bevor der Tag vorbei ist. Das Ding hat auf beiden Seiten so ein Ding? So ein Außenposten, Vorposten? Weil hier ist auch einer. Wie cool ist das denn? Links und rechts. Das ist mal außergewöhnlich, das hatten wir noch nicht. Also eigentlich ist die Hauptquest ja, vernichte diese großen Weltenfresser. So, dann haben wir noch natürlich diese Außenpostengeschichte mit dem Stamm. Wir haben uns ja für die unfriedliche Variante entschieden, weil wir ja urböse sind. Und ja, deshalb muss auch alles vernichtet werden. So, auf dem PC und auf der PlayStation gibt es ja schon das neueste Update, das 1.5.1 Update heißt das, glaube ich. Und da gibt es jetzt auch dadurch nicht mehr diese Doppelungen, das heißt, dass man zu viele Sachen doppelt hat, weil ich habe echt fast gefühlt jede Ausrüstung einmal schon mal gehabt, mindestens. Da ist der Herrscher über diesen Außenposten. Er hatte nicht mit einem Angriff auf seinen Außenposten gerechnet. Aber wenn es sein muss, wird er kämpfen. Netra Pyjami Jura. Das ist ihre letzte Verteidigungslinie. Sobald ihr Wächter fällt, kapitulieren sie. Oh, ey. Dein Ernst? Ist er gefallen? Okay. Der Außenposten gehört jetzt. Das war's? Krass, okay. Ich hab gedacht, echt, das. Du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Der sieht so eklig aus. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Mir zuckt das durch Mark und Bein, wenn ich den so sehe. Nicht bös gemeint. Er sagt, deine Eroberung des dritten gegnerischen Außenposten sagt, dass niemand gegen dich. Conquest. Take over Six Tribe Outposts. Okay. Cool. So, jetzt dürfen wir zur rivalisierenden Festung. Aber erst begreifen, wie ernst die Lage ist, um sie zu beeinflussen. So, dann noch hier oben links, dann oben rechts und nochmal links. Dann runterspringen. Der Baum ist in Nein! Will hier. Sagt, wenn du dunkle Kreatur sagt, dass so. Nee, hier lang. So, zack, zack. Und hier. Zack. Wir müssen dann gleich mal bei den Händlern noch gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. So, bevor wir hier nämlich aber raiden irgendwas, kommen die unwichtigen Sachen wieder weg. Hier ist alles Max. Hier auch. Wie sieht es mit dem Kopf aus? Nee, da kann ich noch was machen. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob ich was anderes vielleicht nehme für Kopf. Hier geht Material.
Das Ding würde ich gerne zerlegen, glaube ich, oder? Ja. Material. Material. Okay, dann gucken wir mal. So, bei den Heften kann ich auch mal gucken. Zack. Weg. Weg. Für so etwas findet sich immer ein Zweck. Und weg. So, wir haben das Ding. Gut, Basis. Genau der Schrott, den du brauchst. Nee. Das Ding haben wir. Okay, das ist unseres. Mu-Klinge. Dieses komische Ding hier. Und noch so eine Mu-Klinge. Die haben wir zweimal. So. Gucken wir auch. Könnten wir bitte... Ich würde gerne die Dinger. Ah, jetzt. So, jetzt können wir gucken. Aber nichts ist besser. Schade. Die machen zwar max mehr Schaden. Zwei Hände voll zum Schlitzen. So, hier gucken wir auch schnell. Ah, dann nehmen wir lieber erstmal das Gewehr. Dann können wir nämlich auch im Schaft gucken. Perfekt. Beim Griff. Klasse. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das irgendwo bei unseren Waffen einbauen können. Hatten wir auch schon. Und jetzt Mündungen. Perfekt. Oh, die Mündung ist besser? Krass, okay. Stopp. Welche davon ist meine Hauptwaffe gewesen? Die oder die? Ich glaube, die war es, oder? Okay, keine dieser Mündungen. Magazin nicht. Da auch nichts. Basis auch nichts, aber Griff. Ja. Griff würde passen. Das sieht schon irgendwie cool aus. Dann hier war die Mündung. Was nehme ich? Minimale Steigerung der Mindestschaden? Oder? Ja, nehmen wir das hier erstmal. Ja. Nein. Nein. Oh, ach so, das sind die. Okay, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Max. Hier könnte ich das Material verbessern, aber brauche ich nicht. Hä, was wollte ich denn jetzt eigentlich verbessern hier? Jetzt kann ich ja gar nichts mehr verbessern.
Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Einfach nur noch verwirrt. Also das gleiche wie hier. Ah, okay. Verbessern wir einfach mal das Ding. So, hier wäre es 17. Und was ist hier? Hat er jetzt gerade echt die Dinger entfernt? Was ist das für eine Hohlbratze? Das da war meins. Oder? Ja. Und hier war es. Das hier? Ja, so sah ich aus. Genau. Ey. So. Dann gucken wir mal schnell, ob hier irgendwas noch zu kaufen ist. Das zieht sich immer so lange. Nix, nix. Oh, da ist was. Ist das? Uraltes Polsterteil. Nee. Über eine Tasche hätte ich mich gefreut. Nee, bei dem nichts. Sagt, für dich gibt es spürt. Was gibt's bei ihm? Kleidung? Auch Kleidungsmensch? Boah, sehen die schlimm aus. Okay, zweimal Kleidung. Komisch. Sagt, der Laden denkt. Klobürste. Was ist das da? Hasenklinge. Klobürste und Hasenklinge. Theoretisch müsste ich beides kaufen. Theoretisch. Gut investiert. Möchte unbedingt, dass du hofft, dass du. Aber wir gucken erstmal hier, ob der was Gescheites hat. Okay, warum ist diese Mündung hier besser als die hier? Aber die hier ist legendär. Ist doch scheiße. Weil die hier ist schlechter. Ein Ticken schlechter. Ich kaufe einfach gar nichts. Das ist mir zu doof. Raus. Raus, 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 raus. Ein brandneuer Tag. Speichern. Und in der nächsten Folge gucken wir einfach da unten in diesem Gebiet, wo es radioaktiv ist. Hier. Da gucken wir, was da so ist. Und hier ist auch so ein komischer Durchgang. Und dann gehen wir zu dieser Festung hier. Ja, so machen wir das. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihr kennt das Spielchen. Daumen hoch, Kommentar im Kommentariat, würde mich sehr freuen. Und natürlich neue Abonnenten. Vielen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Tschüss.